Ja, hi, willkommen. Mein Name ist Daniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Monster Hunter 3 Ultimate für die Wii U. Ja, in der letzten Folge haben wir ein neues Gebiet erkundet und ein paar Korallen gesammelt. Und jetzt, wie man sehen kann, bin ich ein bisschen verändert. Ich bin allzeit bereit. Wir kämpfen gegen das erste große Viech. Und ja, weiß ich nicht. Wir gucken jetzt erstmal, was können wir uns denn hier als Schönes erstmal zu essen machen. Ich weiß gar nicht mehr, was alles hier war. Zurück, Dingens, Schmor. Ich weiß gar nicht mehr, was das alles hier macht. Hilft deine Waffe scharf zu bleiben, wenn Angriffe abgelenkt werden. Was weiß ich. Immer Rohstoffe davon. Habe ich genug. Ja, jetzt machen wir erstmal was. Wow, doppeltes Aroma. Ausdauer erhöht. Keine Ahnung. So. Wir gehen jetzt mal zur lieben Gildentante und machen Schmerz in der Ebene und wir jagen einen Großjagi. Schön, oder? Kilo Town Cindy. Sorry. Voll Link. So, dann gucken wir mal. Schmerz der Ebene. Oh. Unser erster Kampf gegen ein etwas größeres, wie ich, was zwar nicht so groß ist, aber relativ größer als was wir sonst haben. Bla, wie war mein Schlachtruf? Sollte ich zu einem tollen Jagd anfeuern? Funktioniert's? Da! Und jetzt? Diesmal ist dein Ziel ein Großjagd. Dieser große Kerl ist wesentlich stärker als alles, was du bisher gejagt hast. Großjagd sollen andere Jagd herumkommandieren und dazu bringen, dich in der Meute anzugreifen. Die Natur ist wild. Großjagd sind klug genug, um wegzulaufen, wenn sie in der Klemme sind. Du vermisst schon die Angelquest, nicht wahr? Nö. Aber noch nicht verzweifeln. Du solltest in der Vorratsbox ein Farbbeil finde ich auch ein paar dabei, glaube ich. Ein sehr praktisches Objekt, triffst du damit ein Monster, kannst du die Bestie problemlos auf die Karte verfolgen. Farbbälle sind perfekt für feige Monster, die fliehen wollen. Lass sie. Du siehst ja, wohin sie abhauen. Gut, beginnen wir die Quest gleich gemeinsam mit einem Schlachtruf. Fertig. 1, 2, 3. Plak! Aber Foreign Malaser oder was? So, was haben wir hier alles? Wir nehmen eine Karte. Wir nehmen Erste Hilfe, das werden wir wahrscheinlich brauchen. Ne? Ich habe keine normalen Tränke, fällt mir gerade ein. So, Simple Bits Bombe können wir auch mitnehmen. Und faules Fleisch können wir auch mitnehmen. Und Kältegetränke, ja, das werde ich auch brauchen. So. Rationsfutter haben wir natürlich wieder erst. So, das könnte jetzt schwieriger werden als alles, was wir bis jetzt hatten. Das stimmt. Ah, hat man den hier bekämpft? Ich weiß das gar nicht mehr. So, jetzt zeige ich euch erstmal, was ich hier für eine Waffe habe. Ja. Ja. Ah, genau wie auf dem 3DS. Ich finde es schön. Schön. So, so haben wir die Gegner platt. So, direkt looten. Viech, die Rüstung hat, glaube ich, irgendwie meine KP ein ganz klein bisschen erhöht. Ich kann auch alles, glaube ich, nachgucken. Ausrüstung. Ich will von den ganzen Dingen sehen. Hier. Immer noch nicht. Doch. Kombination plus 20%, halber Hunger, Autoblock und Gesundheit plus 20. Ja, hier. Kombination, halber Hunger, Autoblock, ja. Irgendwie, Autoblock habe ich durch den Talisman, ja, sieht man auch da. Und ja, der Rest ist alles von der Rüstung. Autoblock ist auch nicht schlecht, ja, ich habe es gerade gesagt. Ihr wisst schon. So, erstmal den Farbball hier ausrüsten, weil wenn ich dem Viech begegne, werde ich das direkt damit abwerfen. Oh, ich habe noch genug davon. Sehr schön. Warte mal, Tischlerkäfer. Hier sind bestimmt wieder welche, ne? Wenn wir schon hier sind. Wie gesagt, ich brauche diese sehr oft, deswegen fange ich mir auch direkt welche. Was willst du denn? Wollte schon sagen, wenn du mich angegriffen hättest, dann wäre ich mit meinem mächtigen Schwert gekommen. Dann wärst du geflogen. So. Aber kam das Viech nicht im anderen Gebiet vor? In dem ersten? Im Moggerwald? Da will ich mir halt nur ein. Aber vielleicht ist das ja auch anders bei der 3DS-Version. Wo ich das nicht glaube. So, der Part wird wahrscheinlich jetzt die ganze Zeit nur gegen das Viech hier sein. Die Monster kämpfen wieder ein bisschen länger. Obwohl, das ist das erste. Das wird nicht so lange dauern. Glaube ich nicht. So, da sind noch mehr Schmetterlinge. Ich möchte noch mehr. Ich möchte aber nicht meinen gesamten Beutel hier wieder zupacken, was ich schon wieder beinahe gemacht habe. Ich glaube, Tischlerkäfer kann man nicht... Aua.
Kann man, glaube ich, nicht farmen mit meine Güte. Schön. Wie in guten alten Zeiten. Ja, hab natürlich extra die große Klinge ausgeholt hier für das Viech. Königlicher Kabuto. So, wo ist das Viech? Müsste eigentlich da sein. Ich glaube nicht, dass das im Wüstengebiet irgendwo ist. Gebiet 8, komm schon. Oh, hier sollte ich ein Kältegetränk nehmen. Weil sonst tut entweder meine Ausdauer oder meine KP, glaube ich, sinken. Weiß ich jetzt nicht. Ich glaube nicht, dass das in diesem Wüstengebiet da aufgetaucht ist. Muss bei 7 sein, da waren wir noch nicht, ne? Oh, die Viecher, ja, die kenne ich auch noch. Ne, hier ist eine Höhle, hier kann das eigentlich auch nicht sein, oder? Doch, ich glaube schon. Hallo? Die suchen Großjagi, wisst ihr, wo der ist? Das ist... John. Wo bin ich denn jetzt gelandet? So, jetzt richtig gut. Ja, ist die Schönheit. Den machen wir jetzt platt. Schön. Wo ich deine Freunde, ich euch alle mit meinem Riesenschwert weg. Ja, ich trock direkt vor dem auf. Ja, gezielt kann ich damit nicht angreifen, aber brauche ich auch nicht. Einfach nur wie ein Blöder jetzt angreifen. Den Start macht man doch so spezielle Angriffe, oder? Ja, treten. Das war ich. Ich habe den weggetreten. So, ich kann aber aufladen. Da tut dann noch ein bisschen mehr weh. Ich weiß nicht, ob das bei dem Viech jetzt auch schon zutrifft, aber so größere Monster kann man so Körperteile bearbeiten. Aber ist gut. Noch extra Loot zu bekommen. Ich weiß nicht, ob das bei dem Viech schon zutrifft. Jetzt komm her. Au. Ah, ich vergesse mal. Lass mich mal kurz heilen. Ich habe nur diese Tränke übrigens. Ich glaube, von denen kann man vor allem diese Blätter abtrennen, aber ich bin mir nicht sicher. Oh, ich kann mich auch drehen, na? Ich soll vielleicht mal meine Waffe schleifen. Was ist denn? Um mich heilen. Ja. Ah! Aber wenn man rennt und dann B zum Ausweichen drückt, dann macht er so einen Lichtsprung. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ah! Lass mich in Ruhe. Wir müssen nur schleifen erstmal. Ja, oh, das war doof. Ich dachte, er wird irgendwie so einen Hängern angespannt. Ah! Mich. Okay, ich komme ja nicht zum Schleifen. Möchte ich eben so bearbeiten. Okay, da haut ab. Gut. Rennen soll er rennen. Oh, das lief nicht gut, würde ich sagen. Ich habe vergessen, den Farbball auf den zu werfen. Verdammt. Boah. Oder so Übung. Aber es hat Viech voll schwach, eigentlich. So. Guck mal her. Oh Gott, sind hier wieder viele. Friss das! Das war zu weit. Also der war zu weit entfernt. Oh, geht weg! Und zack! So, ich mache mir auch immer so Tänze und was weiß ich alles.
damit man die treffen kann. Ist dich. Aber ich habe abgetrennt von dem. Oh, komm mal näher. Friss das. Cool. Ah, das wollte ich gar nicht. Das ist... Mann, das wollte ich auch nicht. Warte hier. Friss das. Ah, meine Augen. Geht mal weg, ihr kleinen Viecher. Ah. Ich kann mich auch drehen. Aua. Oh, ich gehe ja gleich drauf. Muss aufpassen. Ja, ich gehe ja gleich so was von drauf. Oh Gott. Verpiss dich. Oh, ich muss mich gleich zurückziehen, habe ich so das Gefühl. Mann, ihr Pisser, verpiss euch doch mal. Oh Mann, ich bin ja echt unvorbereitet reingegangen. So, komm her. Oder geh weg, keine Ahnung. Was machst du da? Greif mal an, damit ich kontern kann. Mann. Du, boah, bleibt der stehen. Verpisst euch. Okay. Du bleibst doch hier, ne? Ich kann mal kurz pennen. Ich muss mir ein paar Tränke machen, ganz ehrlich. Kann schon verstehen, wenn die einige so rumragen. Oh mein Gott, was ist das? Oh, der kommt aber nicht hin. Gut. Ja, ich sollte mich ausrüstungsmäßig ein bisschen mehr vorbereiten. Ah. Blöde ist, der regeneriert sich auch ein bisschen jetzt. Ist ein bisschen doof. Ich spreche mal mit den alten Herren da, vielleicht gibt er mir ein paar Erste-Hilfe-Tränke. Ja, ich muss mir ein paar Tränke machen, unbedingt offscreen. Das kann so nicht weitergehen. Ich nehme auch sonst immer so 10 Dinger mit. Ich dachte mir irgendwie, das brauche ich bei dem nicht. Golden Fischköder, was soll ich denn damit? Der ist immer noch in dem Gebiet, gut. Würde es der hat wahrscheinlich jetzt voll viel Heilung bekommen. Er ist jetzt voll unbesiegbar geworden. Aber wir haben halt von dem seinen Kopf abgetrennt und ja, je mehr man abtrennt, desto mehr Loot bekommt man am Ende. Deswegen hat es das schon gelohnt. Komm mal her. Sehr gut. Verdammt! Ist mir ein bisschen zu nah am Eingang. Aua. Pff, sein Kollege. Da wurde sie warten auch noch, wenn man sich so auflädt. Hey! Du Pisser. Warte, komm her. Hättest du nicht gerade dahin gehen können? Oh, ich habe ein bisschen Ausdauer verloren. Gib mir die wieder. So, komm her. Hi, na? Ja, wir kommen jetzt irgendwie die beste. Hab ich so gefühl, jawohl, der ist mal hingeflogen. Über diese Kackviecher. Oh Mann, komm noch näher. Oh Mann. Macht er da? Nächstes Mal gehe ich echt wieder mit 10 Tränken hier rein. Ja, schaut den Meister bei der Arbeit zu, ne? Da könnt ihr was lernen. Das Viech, ey. Piss dich doch mal. Als Maul. Klatsch. Jetzt komm näher. Volle Kraft, Wolli. Oh, oh.
Ja, den Treffer habe ich kommen gesehen. War der schon geschwächt? Gut so. Hier geblieben. Hier geblieben. Dich kriege ich noch. Ein paar P kriege ich auch noch abgezogen. Schon am Schwächeln. Ah. Psycho-Serum. Keine Ahnung, was das gemacht hat. Warum habe ich das überhaupt benutzt? Oh, jetzt ausgerechnet. So. Steck mich hier hinter dem Baum, hier kriegst du mich nicht. Ausgezeichnet. Wir brauchen mal ihn abgelenkt. Ah, bin ich nicht auch ein glorreicher Jäger? Genau wie diese Typen aus dem Intro. Oder? Schön. Aber der atmet schon schwer. Verdammt. Ja, jetzt kommt wieder. So. Kommt her. Also, ihr denkt, ich tue nur so random angreifen. Also, den ganz normalen Angriff, die ich hier mache. Komm schon. Last End. Ist doch schon gleich kaputt, oder? Oh Gott. Aber ich seinen Kollegen hier weg. Was hat er nochmal ab? Hier geblieben. Komm her, komm her, komm her, dich kriege ich doch. Warte, du hast irgendwas hinterlassen, glaube ich. Hab was gehört, ja. Wie war ein Trainer? Ha. Ah, glorreich. Wieder pennt. Jawohl. Eiskalt im Schlaf erledigt. So, jetzt erstmal looten. Große Haki-Out. Und die kommen mir natürlich jetzt voll in die Quere. Verpisst euch. Jagischuppe. Ah, Kreischer. So, was willst du, ne? Was willst du, hä? Was willst du, ne? Aufs Maul. Ich gehöre zur Elite, hallo? Bams. Jetzt auch einer dieser glorreichen Jäger. Ah, schön. Guck mal, wie sie zittern von mir. Oh. Schön. Ich wollte eigentlich cool laufen, aber der schleicht nur. Verdammt. Egal. Das war der Großjagi. Cool, oder? Quest erfüllt. Bams. Jetzt greifen die mich an. Jetzt bin ich unbesiegbar. Jetzt könnt ihr mich mal. So, dann gucken wir mal. Wir haben eine große Hagi-Haut, Monsterknochen, bla 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 bla. Ganz viele schöne Sachen. Eine Königsrüsche, die haben wir, glaube ich, bekommen, weil ich den seinen Kopfschmuck da irgendwie kaputt gemacht habe. Anführer der Meute. Schön. Oh, glorreich. So, das erste große Viech wurde erledigt. Geil. Und was hat der zu sagen? Hm, ich weiß, dass es sich viel Mühe kostet, diesen Großjagi zu erledigen, aber jetzt wurden noch mehr Großjagi im Wald gesichtet. Die Bestien, die vor dem Beben geflohen sind, kehren zurück. Ich kenne diesen Wald besser als jeder andere. Sieh dir immer die Mogga-Prognose an, bevor du losziehst. Ja, jetzt können die nämlich auch hier auftauchen. Im Mogga-Wald. Was eigentlich gut ist. Warte, immer noch. Hallo Jäger, danke fürs Kommen. Ich habe einen weiten Antrag für dich. Ich habe den Chef-Farmer getroffen. Er hat erzählt, dass er seine Felder wieder in ihren alten Zustand bringen will. Ich habe dir aufgeschrieben, was wir brauchen. Versuch es doch irgendwann zwischendurch zu besorgen. Kann ich es schon machen? Dung und Riesendung. Weg damit. So. Was hast du zu sagen?
Mon Dieu, das Bistro, es läuft hervorragend und alles dank deiner Unterstützung, Miaons Mercy. Dafür sollte ich dich gestern hochwertige Getreidezutaten anbieten. Ein guter Anteil, oui? Bessere Zutaten, denen ich speise, erhöhen die Gesundheit noch mehr. Je de vivie in den Gastronomie. Okay, nein, ich möchte nicht speisen. Willkommen da ein, liebster Jäger. Großes Kino, das mit dem Großjage. Nicht die Gebe, schnelles Abtauchen, makellose Einschätzung. Da flogen wirklich die Funken. Ja, ich habe alles bis aufs kleinste Detail geplant. Naja, ich rate nur, gesehen habe ich es natürlich nicht. Jedenfalls, was dann? Was das mit der Pause? Die Jagd wartet. Für erstklassige Jäger siegt Niederstrom unmöglicher Jobs. Nur ein super Spitzenjäger wurde versuchen, einen lebenden Azuros zu fangen. Genau den Job habe ich für dich. Diese blöde Gilde bringen Herzen und Jäger zum Brechen. Ich kann es in deinen Augen sehen. Wie soll ich ein Riesenmonster mit Zähnen und einer Wut im Bauch fangen? Teil meinen umfassenden und schweren Monsterführer steht. So viele Seiten und keine Hilfe? Naja, das überrascht mich nicht. Wenn du genau hinsiehst, sind 90% der Seiten leer. Was? Oh mein Pferd, das ist nur ein normales altes Notizbuch. Von jetzt an schreibe ich natürlich Fakten rein. Die harte Arbeit von heute wird zur Weisheit von morgen. Frag den Chef, das wandelnde Lexikon nach Tipps. So. Jetzt können wir noch ein riesiges Viech hier fangen. Also erledigen. Aber wir müssen es aus irgendeinem Grund fangen. Warum auch immer. Normalerweise muss man die erst bekämpfen und dann fangen. So, was kann man denn hier schon alles Schönes herstellen? Ja, wir können jetzt, glaube ich, Jagi-Klamotten herstellen. Gut. Die Helme sind immer gleich, glaube ich. Klingenmeister betäuben, Angriff schlemmen. Ja, weiß nicht, soll ich erst das oder das? Ich habe ja erstmal eine neue Rüstung. Tun wir erstmal, ich habe eine Knochenklinge, glaube ich. Das ist Großschwert, meine Güte. Laufen wir erstmal mit der Kombi hier rum. Wird ausgehen wieder alles mögliche Farben. Also für das erste würde ich jetzt natürlich sagen, das war's in dieser Folge. Und ich weiß nicht, ob wir in der nächsten Folge schon das nächste große Viech erledigen. Aber bis dahin werde ich ein paar Tränke aufsammeln. Aber mal gucken. Ich würde jedenfalls sagen, das war's für diese Folge. Und wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Monster Hunter 3 Ultimate. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.